Seite aus herzlichen Glückwunsch allen Gewählten und gutes Gelingen jetzt im neuen Amt, für viele ja nicht ganz so neu, aber auch den Wiedergewählten, dass das hier alles mit einem guten Weg dann weiter begleitet wird. Die Kommunalwahl ist ja schon die erste Bewährungsprobe, auch für die, die neu dazugekommen sind. Ich danke auch, dass wir so unmittelbar hier am Wahlgeschehen teilnehmen konnten. Wir haben handfest mitgewirkt. Wenn wir immer von Berlin so schnell und zügig den Kreisverbänden unter die Arme greifen könnten, dann wäre es sicher leichter und das ein oder andere negative Wort über das, was wir da in Berlin so treiben, könnte man sich vielleicht sparen. Heute soll es darum gehen, was können wir Ihnen von Seiten der Landesgruppe der FDP im Deutschen Bundestag, was können wir Ihnen mitgeben in den Kommunalwahlkampf? Welche Maßnahmen haben wir auf Bundesebene getroffen, die unmittelbar Einfluss auf die Kommunen haben? Ich kenne das übrigens nicht nur selbst als Mandatsträger in Berlin. Sie wissen, ich bin in Kiel auch Kreisvorsitzender, noch im Ehrenamt weiterhin, bin seit über 12 Jahren ja im Kreisverband auch Mitglied. Wir haben gerade das Thema OB-Wahlkampf, also Oberbürgermeisterwahl, weil wir den Nachlass von Thorsten Albig da jetzt noch mit verwalten dürfen. Und mit den Auswirkungen der Übertragung von Aufgaben der Bundes- und Landesebene auf die Kommune haben wir unmittelbar dort zu tun. Wir haben in Berlin eine ganze Reihe von finanziellen Entlastungen beschlossen, die auch in diesem Fall nicht beim Land auf der Landesebene hängen bleiben, sondern die direkt auf die kommunale Ebene runtergebrochen werden. An erster Stelle möchte ich da benennen die Übernahme der Grundsicherung im Alter. Das sind die Kosten, die bisher die Kommune zu einem Großteil vor Ort tragen musste. Der Bund war bisher bis 2012 nur zu 15% an der Übernahme dieser Grundsicherung im Alter beteiligt. Der Bund erhöht jetzt ab 2012 mit Wirkung von diesem Haushaltsjahr bereits bis 2015 die Übernahme der Grundsicherung im Alter auf 100%. Das sind auf das Bundesgebiet mal hochgerechnet, ist das eine gigantische Summe von 12,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich, wir machen gerade eine Bareinlage in den ESM. Der deutsche Anteil als Bareinlage im ESM, also nicht das Haftungsrisiko, sondern die Bareinlage, das sind 8 Milliarden, die wir dort reinbringen. Für die Kommunen in der Grundsicherung im Alter wenden wir 12,4 Milliarden Euro bis 2015 auf. Ich habe mir die Zahlen für Nordfriesland mal angeschaut, habe aber bisher nur die für 2009 mir raussuchen lassen können. Sie hatten hier Ausgaben auf Ebene des Landkreises Nordfriesland für diese Grundsicherung im Alter, also für ältere Menschen, die das Existenzminimum dort gesichert bekommen mit öffentlichen Geldern, in Höhe von seinerzeit 5,9 Millionen Euro, also knapp 6 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, bei der demografischen Entwicklung, dass das seit 2009 wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr geworden ist. Das heißt konkret 6 Millionen Euro mehr finanzieller Spielraum für den Landkreis hier in Nordfriesland, der durch die Übernahme mit Bundesmitteln geschieht. Ein zweites Paket haben wir in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das waren die Verhandlungen um den sogenannten Fiskalpakt, der einherging mit den ganzen Instrumentarien im Zuge der europäischen Rettungsmaßnahmen. Der Fiskalpakt hat als zentrale Komponente die Konsolidierung der kommunalen Haushalte und der Landeshaushalte. Und auch hier wissen wir auf Bundesebene, dass die Kommunen in den letzten Jahren oft darunter leiden mussten, dass eine Aufgabenübertragung von Bund und Land stattgefunden hat auf die kommunale Ebene, aber der finanzielle Ausgleich nicht immer mit gleichgezogen ist. Das heißt, die Kommunen haben immer mehr Aufgaben auf ihren Schultern in der Verwaltung sozusagen zu packen gehabt. Man hat das dann als Entscheidungsfreiheit verkauft, aber fiskalpolitisch, finanzpolitisch war es einfach eine Belastung. Dort hat es jetzt Nachbesserungen gegeben. Zum Beispiel übernimmt der Bund für die Kommunen einen Teil der Eingliederungshilfe für Schwerbehinderte. Dafür haben wir im Bundeshaushalt 2013 zum Beispiel bereits 400 Millionen Euro bundesweit eingeplant. Es gibt ferner für den Kita-Ausbau auf kommunaler Ebene zunächst einen Einmalzuschuss, und zwar wird der bis 2014 fließen, also ein Einmalzuschuss, der bis 2014 gestaffelt ist, und jährlich sind das 75 Millionen Euro, die hier von Bundesebene direkt an die Kommunen bundesweit bereitgestellt werden. Sie können sich vorstellen, dass das für uns auf Bundesebene natürlich auch durchaus eine große Belastung gewesen ist. Denn auch wir haben Haushaltsziele dort. Auch wir stehen mit der FDP dafür ein, dass wir die Verschuldungspolitik der Großen Koalition und der Rot-Grünen Koalition, die vorher am Werke waren, dass wir die dann wieder zurückführen. Und dazu muss man wissen,
dass wir auf Bundesebene 2013 schon einen ausgeglichenen Haushalt haben könnten, also eine schwarze Null schreiben könnten, wenn wir nicht eine Neuverschuldung von 18 Milliarden Euro 2013 aufnehmen würden. Diese 18 Milliarden Euro setzen sich aber zusammen aus 10 Milliarden Euro für Land und Kommune an Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen des Fiskalpakts und den eben schon genannten 8 Milliarden Euro, die wir als Bareinlage in den ESM mit reinbringen. Insofern möchte ich hier mal als Fazit ziehen, es wird oft und auch intensiv darüber gestritten, was in Berlin gut läuft, was da schlecht läuft, wo die FDP sich gut verkauft, wo wir uns schlecht verkaufen. Aber der Vorwurf, wir lassen die Kommunen im Regen stehen, der kann so nicht mehr Bestand haben. Ich habe eben gerade die konkreten Zahlenbeispiele genannt. Ich denke, die sprechen auch für sich. Wir haben ein weiteres Thema, das wird Sie sicher auch hier vor Ort interessieren. Wir haben ja von Seiten der FDP im Rahmen der Jobcenter-Reform eine Umstrukturierung der Bundesagentur für Arbeit angemahnt. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben 2009 damals als einen zentralen Forderungspunkt mit auf die Tagesordnung gesetzt, dass wir die Arbeitsweise der Jobcenter vor Ort, dass wir die kritisch überprüfen wollen. Wir haben feststellen müssen, dass nicht alle Jobcenter dort in der vernünftigen Struktur gearbeitet haben, dass teilweise Fördermaßnahmen, ABM-Maßnahmen verschrieben wurden oder ausgereicht wurden, die überhaupt nicht zu einer sinnvollen Vermarktung oder Vermittlung wieder an den Arbeitsmarkt geführt haben. Die Jobcenter-Reform, die ist letztes Jahr durchgeführt worden. Ich hatte mir auch dazu nochmal angeguckt, was das für Nordfriesland für Auswirkungen hat. Trotz Einsparungen und Umstrukturierungen ist die gute Nachricht für Sie hier vor Ort, dass zum Beispiel die Geschäftsstellen in Tönning, Husum und Niebel, dass die erhalten bleiben. Also da gibt es keine Verschlechterung für die Situation der Arbeitssuchenden hier bei Ihnen vor Ort durch die Umstrukturierung. Und der Zuschnitt der Arbeitsagentur Nord wird jetzt an die Landkreisgrenzen angepasst. Es war bisher so, bis zum 01.10.2012 gab es einen Gesamtzuständigkeitsbereich, der in Flensburg zentral vorgehalten wurde. Flensburg war quasi im Bereich der Jobcenter-Verwaltung zuständig für die gesamte West- und gesamte Ostküste, Ostseeküste. Das ist jetzt geändert worden, ganz frisch, seit 01.10. gibt es eine Anpassung an die Landkreisgrenzen, sprich die Bundesagentur für Arbeit kooperiert jetzt auch deckungsgleich zu den geografischen Grenzen Landkreis Nordfriesland, Landkreis Schleswig-Flensburg, damit da auch die Zusammenarbeit mit den kommunalen Entscheidungsträgern auch deutlich verbessert wird. Auch hier hat sich gezeigt, dass die Forderung der FDP im Bundestagswahlkampf von 2009 nach einer besseren Struktur und trotzdem Einsparmöglichkeiten im Bereich der Jobcenter dann auch gegriffen hat. Meine Bitte wäre jetzt noch folgende zum Thema kommunale Haushalte. Wir erleben gerade in Kiel, wie absurd diese neue Situation schon wieder genutzt wird. Sie wissen vielleicht, dass wir in der Kieler Ratsversammlung die Dänenampel schon seit mehreren Jahren haben. Also das Modell, was jetzt in der Landesregierung stattfindet, das ertragen und erleiden wir auf kommunaler Ebene in Kiel schon seit mehreren Jahren. Und im jetzt laufenden Oberbürgermeisterwahlkampf erleben wir die Punkte, dass Rot-Grün jetzt anfängt, diesen neuen Spielraum, den wir von Bundesebene mit hart zusammengesparten Mitteln den Kommunen bereitstellen, wie auf kommunaler Ebene jetzt schon wieder mit neuen Ausgaben angefangen wird, diese Spielräume zu zerstören, ohne an den Abbau der Neuverschuldung heranzutreten. Und Sie müssen sich das mal vorstellen, bei uns in Kiel hat ein Vertreter der Grünen zum Beispiel gesagt, wir haben derzeit so günstige Zinskonditionen bei Kreditaufnahme und dann wäre es doch auch blöd von der Kommune, wenn man jetzt keine Kredite aufnimmt, weil die Zinsen sind so günstig. Ja, das ist die Denke von Grünen zum Beispiel, wenn es darum geht, gehen wir rein mit diesen frei werdenden Mitteln von Bundesebene Neuschulden abzubauen oder fangen wir jetzt mit neuen Ausgabenprojekten an und nehmen noch weitere Schulden auf. Und meine Damen und Herren, genau diese Mentalität, die hat dazu geführt, dass viele Kommunen heutzutage am Rande der finanziellen und politischen Gestaltungsmöglichkeit stehen. Ein zweiter Punkt ist, meine Bitte auch hier, dass Sie dort Sorge tragen, dass es die FDP Nordfriesland sein wird, die im Kommunalwahlkampf sich hier hinstellt und sagt, wir sorgen dafür, dass für kommende Generationen noch Spielräume auf kommunaler Ebene da sind, dass wir ganz kritisch hinterfragen, welche Ausgaben können und müssen wir uns noch leisten und welche Ausgaben sind einfach derzeit nicht mehr drin, auf gar keinen Fall mit Aufnahme von neuen Schulden.
Das möchte ich noch als Anregung mitgeben, denn Sie können sich vorstellen, auch für uns auf Bundesebene ist es hart, diese Einsparungen zu vollziehen. Im Übrigen haben wir eine Neuverschuldung von 18 Milliarden Euro jetzt im Plan für 2013. Und der Steinbrück, dem neuen Spitzenkandidaten, dem neuen Kanzlerkandidaten, der ja damals noch als Finanzminister tätig war in der Großen Koalition, hätten es noch 40 Milliarden Euro sein sollen. Das war noch die mittelfristige Finanzplanung bei Übernahme der Regierungsgeschäfte der Großen Koalition 2009, nachdem wir das mit der FDP und der Union gemeinsam abgelöst haben. Ich hoffe, das sind mal konkrete Beispiele, wie wir auf Bundesebene eben nicht nur Aufgaben rüberschieben und den Kommunen immer mehr Verpflichtungen auf die Schultern legen, sondern wie auch tatsächlich dort im großen Rahmen dann auch finanzielle Entlastung geschaffen werden kann. Zweites Thema, damit will ich dann abschließen, dann Christine wird ihre Themen ja auch gleich noch anbringen. Zweites Thema möchte ich nochmal aufgreifen, das ist natürlich hier der Bereich Energiepolitik. Das interessiert Sie sicher nicht nur seit der strittigen Frage CCS aus dem Landtagswahlkampf. Dazu eine kurze aktuelle Info. Jens Kiebak hatte, als ich ihn fragte und die nordfriesischen Freunde hier gefragt habe, was können wir in Berlin noch tun beim Thema CCS, hatte mir empfohlen, dass ich mich als Abgeordneter mit der dänischen Regierung mal in Verbindung setze, weil dort ja vom Energieministerium in Dänemark, in Kopenhagen sozusagen, dort CCS-Modelle und weitere Projekte hier in der Nordsee geplant sind. Ich habe das gerne zum Anlass genommen, habe dort auch ein Schreiben verfasst. Ich habe das heute Jens Kiebak mal mitgegeben. Vielleicht geben Sie es einfach direkt in den Kreisverbandsverteiler. Dort sind genau die Fragen in dem Schreiben, die ich dort gestellt habe, an den Energieminister in Dänemark aufgenommen, die hier die Menschen vor Ort umtreiben, was sie auch politisch hier bewegt. Nicht nur politisch, auch in ihrer persönlichen Lebenssituation. Sobald eine Antwort dort aus Dänemark vorliegt, werde ich die dann auch gleich weiterleiten. Verbunden mit der Bekräftigung, dass die Landesgruppe Schleswig-Holstein, also Christina Aschenbeck-Durknus, Jürgen Koppeldin, Christel Habach-Kasan und ich, dass wir beim Thema CCS in der Bundestagsfraktion einen harten Stand haben. Das muss man ganz offen sagen. Wir sind dort eindeutig in der Minderheit. Die Fachpolitiker aus dem Bereich Umwelt in der Bundestagsfraktion haben keine Sympathie für die Länderklausel gehabt, dass man auch sagen kann, wir sagen, wir machen dort nicht mit. Wir möchten das unseren Bürgern vor Ort nicht zumuten. Und es waren, auch das will ich hier ganz offen sagen, es waren Patrick Döring und Philipp Rösler aus Niedersachsen, die die einzigen gewesen sind, die mit uns Schleswig-Holsteinern dort dafür gerungen haben, dass die Bundestagsfraktion jetzt keine Aktivitäten entwickelt, um beim Thema CCS noch Situationen herbeizuführen, die uns im Kommunalwahlkampf auf die Füße fallen können. Das ist ein hartes Ringen, wir bleiben da weiter dran, das will ich Ihnen auf jeden Fall hier zusagen, da können Sie uns auch in die Pflicht nehmen. Abschließend Thema EEG, die Diskussion ist ja hier auch hart geführt worden. Für mich ist völlig klar, dass bei der Vergütung im bisherigen EEG-Modell, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben gerade diese Woche erfahren, welche Kostenexplosion für die privaten Haushalte daraus kommt. Und die Mischung zwischen einem marktwirtschaftlichen Modell, was trotzdem nicht zu einem Investitionshemmnis für die Windmühlenbauer bei Ihnen hier vor Ort wird, das ist die große Herausforderung. Da würde ich auch gerne mit Ihnen noch ins Gespräch gleich kommen. Aber ich denke, so als Impuls für den Moment soll es erstmal reichen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und denke, dass wir noch eine spannende Diskussion haben. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit bis hierher. Thank you.